Ja, generell tun uns beide sehr gut. Klar, der Harry, das hat man jetzt schon gemerkt, dass er immer wieder die Gegner bindet, immer wieder ein, zwei Gegenspieler auf sich zieht. Hat uns natürlich geholfen mit dem Assist und mit dem Tor. Ich glaube, Tore sind das, was alle von ihm erwarten. Aber ich glaube, bei ihm der große Vorteil ist, dass er eben auch Tore vorlegen kann. Er wird dann auch uns Mitspielern gut tun, gerade unseren offensiven Spielern, weil er eben für die Räume kreiert und sie aber auch in Szene setzt, die anderen Spieler, was glaube ich, dann im Endeffekt für unser gesamtes Spiel sehr, sehr wichtig sein wird. Minjay ist einer, der sowohl aggressiv verteidigen kann, als auch mit dem Ball seine Qualitäten hat, der einen guten Diagonalball hat, immer wieder ein schnelles, präzises Passspiel hat, sehr, sehr schnell ist. Dementsprechend haben wir uns da auf zwei Positionen sehr gut verstärkt. Nee, bisher noch nicht. Davor so ein bisschen, da waren wir noch beim Paulaner-Spiel in Bozen. Ich glaube, dann ging es danach alles relativ schnell. Er ist dann nach Hause geflogen und ich weiß gar nicht, ob es dann gestern war oder vorgestern. Ja, auf jeden Fall gut, dass alles geklappt hat. Ja, der Supercup war ja nicht ganz so erfolgreich. Jetzt das erste Spiel gegen Bremen war, glaube ich, ganz gut, war ein richtiger Schritt. Ich glaube jetzt auch, dass im Supercup nicht alles schlecht war, auch wenn das Ergebnis natürlich alles andere als super war. Mit dem Spiel in Bremen können wir dann aber zufrieden sein und jetzt müssen wir auf jeden Fall nachlegen. Eine Leistungssteigerung ist, glaube ich, das Mindeste. Gerade die Leistung in den letzten Testspielen, Freundschaftsspielen, wie man es auch nennen möchte, waren nicht gut. Die Ergebnisse waren auch nicht gut, verdientermaßen. Da konnten wir überhaupt nicht überzeugen und jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir in die Spur kommen, weil so lange ist es dann nicht mehr bis zur Europameisterschaft. Ja, aktuell sind wir gut gestartet in die Liga. Das ist jetzt ungefähr unsere Hauptaufgabe. Klar, man muss schon sagen, wenn man zurückblickt, dann tut der Supercup und die Niederlage gerade zu Hause vor den eigenen Fans schon weh. Aber wir werden uns davon nicht von unserem Weg abbringen lassen, den wir gehen wollen. Und wie gut wir den schaffen zu gehen in den nächsten Wochen, das werden wir sehen. Also das ist ja auch das Spannende im Fußball. Man hat auch gesehen, andere Mannschaften sind auch schon gut im Saft, haben auch gute Spiele hingelegt. Und dementsprechend freue ich mich einfach, dass die Liga wieder läuft. Das täglich Brot des deutschen Fußballfans. Ich bin auch noch neben meiner Spielerkarriere auch immer noch Fußballfan geblieben von der Bundesliga und dementsprechend bin ich total glücklich, dass es jetzt wieder losgeht und wir wieder Woche für Woche uns messen können mit den anderen Mannschaften. Ich wünsche mir, dass wir diesen Spruch nicht mehr brauchen, dass wir nicht mehr angeschlagen sind. Wir haben uns schon erlaubt, klar, auch kritisch zu sein, aber auch die Dinge rauszuarbeiten oder an denen weiterzuarbeiten, von denen wir eigentlich den Eindruck hatten, dass wir da einen ganzen Schritt weiter sind und konnten das Gott sei Dank dann in Bremen auch bestätigen. Ja, so ist es manchmal, aber wir wollen unbedingt die Auf und Abs verringern, sowohl in dem Spiel als auch zwischen den Spielen. Das war jetzt natürlich auch nochmal schon ein bisschen Beispiel, wie extrem wir spielen können von Samstag zu Freitag. Und wir hoffen, dass wir da im positiven Sinne Stabilität reinkriegen und die Ausschläge deutlich geringer werden. Ja, müssen wir. Das ist auf jeden Fall so. Es spielen viele deutsche Nationalspieler bei uns und wollen die auf jeden Fall in Form bringen, auch für die Nationalmannschaft. Das Abschneiden der Nationalteams und auch unsere Form ist steigerungsbedürftig und wir sind gefordert und wir sind dran und hoffen, dass wir Hansi unterstützen können.